Donnerstag, den 17. Oktober 2013, hat sich um 18.25 Uhr die Stromschiene der Wuppertaler Schwebebahn im Bereich zwischen Kluse und Landgericht auf einer Länge von 260 Metern gelöst und ist auf die B7 und in die Wupper gefallen. Dabei wurden der Triebwagen 22 und drei Fahrzeuge beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. In dem Triebwagen 22, welcher nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, haben sich 76 Personen aufgehalten. Diese mussten dann mittels einer Drehleiter von der Feuerwehr gerettet werden. Der Schwebebahnverkehr wird voraussichtlich noch mindestens bis zum 26. Oktober ruhen. In dieser Zeit fahren ersatzweise Busse des Schwebebahnexpresses.